Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Diesmal mit dabei die Kadi. Und wir sind im Creative Mode, denn wir haben uns das mal zu Herzen genommen, was wir mal geschrieben hatten. Denn wir bauen ein Schachbrett und gucken mal, wie wir das alles optisch hinbekommen. Mach du hier erstmal deine 8 Felder. Ich zähle mal gerade. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Du hast zu viele gemacht. Hier ist Ende. Ich habe auch gerade nicht mitgezählt, muss ich ehrlich sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe schon wieder zu viel. Du bist mir vielleicht ein Schachprofi hier. Warum machst du eigentlich gerade schwarz? Ich dachte, ich soll schwarz machen. Ey! Gräbt der mir hier einfach den Boden unter den Füßen weg? So. Das wäre auch mal ein cooler Bodenbelag, so für eine Küche oder so. So was Ähnliches hast du doch auch drin, oder nicht? Ja. Yay! Ich guck mal gerade, dass wir so eine Umrandung machen. Wollen wir die nicht ein bisschen schicker machen? Aus Quarz vielleicht auch? Wie? Das ist doch voll schick. Das passt doch farblich nicht. Kontrast. Ah ja. Oh, da hab ich mich drauf gesetzt. Dann machen wir die Ecken weiß. Naja, meinetwegen. Okay, also ich bin jetzt dafür, jeder baut sich einfach mal komplett selber, ohne dem anderen großartig dazu erzählen, wie er es macht, sein Brett. Und du bist dann entsprechend jeweils der König deines Teams und ich bin der König von meinem Team. Okay. Ich bräuchte mal. Gibt es im Creative Mod komplett fertige Rüstungsständer? Ja, da ist er. Oh Gott, ich habe vergessen, ist außen der Springer oder ist der Springer, ich glaube, das war das Pferdchen, ist immer eins weiter weg von der Elite, weil es ja im Stall ist, glaube ich. Das Pferd ist auf dem jeweils zweiten Feld, ganz außen sind die beiden Türme. Dann kommen neben dem Pferd die beiden Läufer und dann kommen König und Dame. Das ist verdammt, verdammt. Aber ich... War links die Dame oder war rechts die Dame? Der König hat immer das Feld angegeben, dachte ich von der Farbe, oder? Boah, du fragst Sachen. Eigentlich wollte ich ja erst hier die Pferde anleihen, aber das wird auf einem Feld, wird das, glaube ich, ganz schön klein. Das stimmt. Meine Bauern sehen leicht unzufrieden aus. So, lumpige Rüstung. Die dürfen nichts Schickes anhaben. Was denn? Die Frage ist, wie will man das hinterher bewegen? Ganz einfach. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Bin ich zu nett zu den Bauern, wenn die Schuhe anhaben?
So. Okay, wenn du, dann wärst du, ich glaube, du wärst dann der, ich meine, der König war links, dann wärst du weiß. Das heißt, dann bin ich schwarz. Nee, aber das kann noch, echt? Hat die Dame nicht immer rechts? Oder ist das wirklich nach der Farbe? Also wir sind auf jeden Fall versetzt. Das heißt, einer von uns ist jeweils auf dem anderen. Wenn du jetzt, sag jetzt einfach mal so, du bist der... Bist du halt der weiße König. Okay. Oh. Was nehme ich denn als Dame? Ich bräuchte Haare. Schwierig. Meine Dame sieht gerade aus wie ein König. Schau mal meine Dame an. Ja. Der ist schlecht. Die ist schlecht. Boah, wie mache ich das denn hier? Ich würde gerne irgendwas auf den Kopf draufsetzen können. Ich finde meine Dame cooler. Wart's ab, meine kommt ja noch. Oh, ich habe eine Idee. Was kann man als Läufer machen? So, meine Dame ist fertig. Sie ist in ein rosa Gewand gehüllt, also bitte, lach sie nicht aus. Du hast voll meine Dame kopiert. Habe ich gar nicht. Ich habe schon überlegt, man hätte auch einfach alles als so Creeper und sonst was machen lassen und dann lässt man sie einfach alle aufeinander zulaufen, dann explodieren quasi so. Das wäre auch eine Idee gewesen. Wir machen einfach Version 1 und Version 2. Das ist quasi so der Battle mit wirklich Schachskills. Und der nächste Battle machen wir danach dann noch eine Folge, wo wir dann einfach mal komplett alles random aufeinander zurennen lassen. Mhm. Ich bin ja mal gespannt. Sollte die Dame von der Größe rausstechen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das passt doch schon. Ich muss wieder hochbauen, sonst kann ich hier den Kopf von meinen Läufern nicht setzen. Nein! Ach, Mist. Das ist falsch. Ja. Ich höre gerade, dass du ein Pferd schlägst. Nein, ich schlag's nicht. Es passt nur nicht in die Lücke. Ah. Oh, ja. Meine Springer schalten sich gerade selber aus. Ha ha ha!
Och, Fabi. Aber der eine passt doch auch rein. Ich mach mal kurz die Zeit wieder. Wer passt rein? Ich probier's jetzt nochmal. Okay. Du hast es nicht drauf. Ich mach das jetzt. Ich würde sagen, ich mach dann doch was anderes als Springer. War ja mal ein Vorschlag, gezähmte Hunde. Aber man kann halt eben alles so schlecht dann bewegen. Wie zum Donner hast du das eine da reingesetzt? Weiß ich auch nicht. Ich hab die Mega-Idee für einen Springer. Okay, ich wäre fertig. Ich auch. Meine Springer sind Zombies auf einem Pogo-Stick, also Springer, ne? Oh Mann. Ich habe viel coolere Springer. Da fehlt doch... Ich sehe bei dir keine... Ach, du hast eine Hexe da rein. Ach, deswegen läuft da hinten die andere Hexe gerade weg, denn deiner Springer ist abgehauen. Oh. Wie ist sie abgehauen? Das ist nur ein Block hoch, hier kann man einfach drüber laufen. Aber dann Hauptsache, das Pferd stellt sich so an, oder was? Nein, ich hab meinen... Och, ich hab meinen Bauern gekillt. Ja. Das ist ja jetzt blöd. Neue Sonderregel, alles was du selber umhaust, bleibt auch weg. Das ist ja gemein. Wenn wir das Schachbrett jetzt größer gehabt hätten, dann wäre das hier doch ein Pferd gewesen. So, halb. Oh Mann. Oh, oh. Warte, warte. So. Jetzt stehe ich tatsächlich noch vor einem Springer-Problem hier. Ha. Was könnte man als Springer nehmen? Okay, ich habe schon mal diesmal jetzt alles außenrum abgesichert. Auch für dann Version 2, nicht dass uns dann die Schachfiguren abhauen. Das finde ich sehr gut. So, ich habe neue Springer. Bin ich jetzt einmal gespannt. Die laufen auch nicht weg. Dein Ernst? Das sind Sprenger. Haha. Gut, aber damit machen wir hier auch eine Pause und sehen uns beim nächsten Mal mit dem glorreichen geplanten Duell wieder. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.